Willkommen! Wir, der Leistungskurs Geschichte, begrüßen euch ganz herzlich in unserem Lieblingsfach. Zuerst müssen wir klären, was Geschichte eigentlich ist. Die Geschichte beschäftigt sich mit der Entwicklung des Menschen über viele tausende Jahre. Die Reise beginnt mit der Urzeit. Dann geht es weiter zu den Ägyptern, danach zu den Griechen und zum Schluss zu den Römern. Diese Themen werden in den nächsten 2 Jahren hier an der PESTA behandeln. Und damit ihr optimal vorbereitet seid, werden wir euch heute schon mal ein paar wichtige Fakten darüber erzählen. Das erste Thema, welches euch im Geschichtsunterricht begegnen wird, ist die Urzeit. Vor mehr als 3,5 Milliarden Jahren entwickelte sich das erste Leben auf der Erde. Doch erst vor ca. 6 Millionen Jahren begann die Entwicklung des Menschen. Klimaveränderungen und wechselnde Umwelteinflüsse zwangen den Frühmenschen, sich immer weiter anzupassen. Vor etwa 2 Millionen Jahren betrat in Afrika die früheste Form des Menschen die Bühne des Lebens. Er konnte mit Feuer umgehen und baute die ersten primitiven Werkzeuge. Das machte ihn unabhängig von seiner Umgebung und er überwand somit Wüsten, Gebirge und Meere und besiedelte schließlich die ganze Welt. Jetzt kommen wir zu Ägypten, dem Land der Pharaonen. Der Grund für den Erfolg und vor allem die Fruchtbarkeit des Landes von Ägypten war der Nil. Er überflutete 3 Monate lang das Niltal und in dem fruchtbaren Schlamm, der zurückblieb, bauten Ägypter Gemüse, Getreide und Obst an. Sie errichteten außerdem Bewässerungsanlagen, vermaßen Land und entwickelten eine eigene Schrift. Die bekanntesten Bauwerke, die sie errichteten, waren wohl die Pyramiden. Die Pyramiden. Sie hatten eine große Bedeutung für die Ägypter und waren eine enorme Leistung der damaligen Zeit. Sie dienten als Grabmäler für die Pharaonen oder als Tempel ihrer Götter. Wenn ihr Griechenland hört, denkt ihr doch bestimmt auch zuerst an die Helden und Sagen, oder? Diese waren zum Beispiel die Sage vom Minotaurus, Daedalus und Ikarus, der Trojanische Krieg, das Trojanische Pferd, die Irrfahrten des Odysseus und seine Geschichten oder die 12 Taten des Herakles. Vielleicht denkt ihr aber auch an die Bauwerke, wie die Akropol, die Tempel und die Säulen. Nennenswert sind aber auch die Olympischen Spiele. Disziplinen waren hierbei zum Beispiel der Fünfkampf oder das Wagenrennen. Die Besonderheit war, dass nur Männer teilnehmen durften. Athen, die heutige Hauptstadt Griechenlandes, war damals ein Stadtstaat, aber auch damals schon das Kulturzentrum Griechenlands. Die Agora, auch in Athen, war ein kulturelles, politisches und wirtschaftliches Zentrum. Sie war ein Veranstaltungsort für zum Beispiel musikalische und sportliche Veranstaltungen, ein Markt, auf dem man alles Mögliche erwerben konnte und ein Aufführungsort für Stücke wie zum Beispiel Komödien und Dramen. Die Pnyx war ein Versammlungsort, bei dem man sich traf, um über wichtige Angelegenheiten, auch Gesetzesentwürfe, zu reden und zu diskutieren. Auch im Dionysos-Theater wurden Aufführungen vorgestellt. Dabei waren es aber mehr Dramen und weniger Komödien. Athen hatte damals ca. 300.000 Einwohner. Politisch mitbestimmen durften aber nur 40.000 Männer, die über 22 Jahre alt waren. Auch nur diese hatten irgendwelche anderen Rechte. Frauen, Kinder, Sklaven und Metöken hatten also keine Rechte. Und damit willkommen zu den Römern. Wie ist Rom eigentlich entstanden? Einer Sage nach wurde es von Romulus und Remus, welche die Söhne von Mars sind, gegründet. Diese wurden in den Fluss Tiber ausgesetzt und von einer Wölfin erzogen und ernährt. Später wurde sie von einem Hirten großgezogen, welcher sie dann ernährte. Die Brüder wollten eine eigene Stadt gründen. Bei dem Streit tötete jedoch Romulus seinen Bruder Remus und gründete 1753 die Stadt Rom. In Wahrheit sah das Ganze anders aus. 1000 vor Christus war es ein Hüttendorf, gegründet von den Latinern. Diese Hüttendörfer wurden auf den 7 Hügeln Roms gegründet, neben dem Fluss Tiber. Rom gewann eine große Bedeutung und die Etrusker eroberten sie und es wurde unter König Romulus regiert.